Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast mit TGX. Wir befinden uns in unserer schicken Hütte und ich habe hier sieht man schon so ein bisschen den Eingangsbereich ausgearbeitet und was noch viel wichtiger ist, ein Dachboden reingezimmert. Der ist noch nicht ganz fertig, aber so von der Grundform her ist das schon mal ganz hübsch. Den gucken wir uns mal von hier innen an. Da haben wir hier so ein bisschen Dach. Mit so ein bisschen Innenhof hier, dass man so runter gucken kann. Hier kommen da irgendwie Türen oder sowas rein, weiß ich noch nicht genau. Weil ich Platz brauche. So, hier an den Türmen habe ich noch nichts weiter getan, aber hier, das ist ein bisschen weiter gekommen. Also es ist halt ein bisschen höher jetzt, das sieht ein bisschen hübscher aus. Und es ist gerade. Ich nehme jetzt auf, heißt das. Und ich habe hier hinten ein bisschen Terraforming betrieben, denn hier kommt unsere Farm hin, die wir allerdings erst am neuen Morgen hinsetzen werden. Denn hier ist ein Zombie drin. Wie ist der hier reingekommen? Die können doch hier. Ja, okay. Ja, wie ist der hier wohl reingekommen? Moment. Erstmal neugierige Fragen beantworten von. Genau, hier, das ist Benny, glaube ich. Zumindest jemand Neues auf dem Server. Es ist auch noch. Immer Freak ist noch neu auf dem Server. Ich glaube, die beiden waren es. Zumindest mehr habe ich noch nicht gesehen. Also, es werden langsam immer mehr Leute, die hier vor sich hin bauen. So, Min. Oh. Und für unsere nächste Konstruktion brauchen wir ganz viele Netherwarzen und ganz viel Glowstone. Da muss ich noch in den Nether verschwinden, um den Rand zu sammeln. Die Frage ignorieren wir jetzt einfach mal. Ich will hier ein bisschen vor mich hin bauen. Ich will nicht Fragen beantworten, während ich aufnehme. So, das hat uns 37 gegeben. Das ist nicht viel, aber besser als nichts. Denn was ich vorhabe, ist hier draufklicken. Dankeschön. Oh, hier sind ja noch mehr. 49, das ist tatsächlich besser als nichts. Und erstmal Condensed Splash Serum herstellen. So viele, wie wir hinkriegen. Schön, die kriegen wir schon mal alle hin. Aus denen, dann brauchen wir noch so viel Bone Meal. Ich habe das mittlerweile hier gemacht mit einem Lever. So. Ja, alles, was wir haben an Bone Meal und was braucht man? Ich glaube, das war's sogar fürs Erste. Kann ich hier mal. Bisschen Inventar bereinigen. Hier haben wir auch noch jede Menge Scheiß drin, den keine Sau braucht. Wobei Glowstone brauchen wir. Und Bones habe ich sogar absichtlich mitgenommen. Denn ich war nochmal am Spawn gewesen, um ein bisschen was zu verzaubern. Ja, jetzt habe ich hier eine Efficiency 4 Schaufel und meine. Habe ich noch irgendwas? Irgendwas hatte ich, glaube ich, noch verzaubert. Ist meine Axt noch da? Oh, verdammt. Muss ich nochmal zum Spawnen gehen? Am Spawn liegt noch meine Axt rum, die noch verzaubert wurde. Top, Peter. Top. Wirklich top. So. Oh, warte mal. Ist das hier schon? Ah, mit nur dreien ist das okay. Von denen brauchen wir jetzt auch alle, die wir kriegen können. Und jetzt brauchen wir Lilypads. Denn diese hier wollen wir herstellen. Ist unser finales Ziel. Und wir haben nur 13 Stück davon. Das ist eindeutig nicht viel. Es wird vermutlich mehr als reichen, denn wir brauchen 8 Stück, um das hier herzustellen. Kommen wir auf 7 insgesamt. Das ist erstmal besser als nichts. So, denn mein Plan ist es, diese Lilypads zu nutzen, um das Wachstum von Sugarcane, also Zuckerrohr, zu beschleunigen.
das Zuckerrohr automatisch per Computercraft Turtles abzubauen. Ich nehme die mal kurz runter, weil ich habe sowieso nicht genug Strom, das Ding wieder aufzufüllen. Also die quasi automatisch abzubauen. Es geht ohne Fuel, weil abbauen verbraucht kein Fuel. Mit anderen Worten, da ist schon mal null Verlust fürs Abbauen alleine. Schon mal hervorragend. Dann geht das Ganze weiter in einen Fabricator von Zycraft, der dann das Ganze zu Plant Balls umverarbeitet. Und diese Plant Balls werden dann genutzt, um. Ach, genau. Und die Plant Balls. Ich lasse mich so leicht ablenken. Die Plant Balls werden dann genutzt, um Biomass herzustellen. Das ist ein flüssiger Brennstoff. Und der wird dann noch zu Biofuel weiterverarbeitet. Der hat einfach nur einen höheren Energiewert. Dass wir das dann zum Schluss in Buildcraft-Energie umwandeln können und dann hier endlich wieder eine stabile Energieproduktion aufrechterhalten. Dann können wir nämlich auch unser Wireless-System hier wieder aufsetzen und anfangen, hier ein bisschen was zu automatisieren, so. Halt, was man so braucht, ne? Genau, das ist der Plan. Und um das Wachstum zu beschleunigen, brauchen wir ungefähr 32 von diesen Lilypads. Ah, ich habe jetzt schon fast all mein Glowstone verbraucht. Oh mein Gott, das ist echt bitter. Falls ihr euch gefragt habt, wie man diese Serumflaschen herstellt, das sind einfach nur Glass Panes, die so angeordnet werden und dann kriegt man ja die raus. 15 Stück. Können wir gleich mal noch dann mit Wasser füllen. Das ist wie mit einer normalen Wasserflasche, einfach nur sich hier an Wasser ranstellen. Zack, 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 zack. Geht das ruckzuck? Ach, komm. So. Was macht dieser Ofen hier? Und warum? Es ist so typisch. Wenn hier mal irgendjemand vorbeikommt, fängt der gleich an, irgendwelche Sachen hier zu lassen. Ich frag mich, wessen Kohle das ist. Naja, habe ich Kartoffeln. Warum auch nicht? Ja, ich nehme erstmal Äpfel. Ich ernähre mich von Äpfeln. So, die können wir dann wieder hier zusammen mit Glowstone, dem und dem umwandeln. Oh, wir brauchen mehr Netherwarzen. Also ihr merkt schon, das wird eine ziemlich teure Angelegenheit, aber es lohnt sich. Denn diese Lilypads, wie ich ja schon in der vorherigen Folge irgendwann mal erzählt hatte, verstärken das Wachstum im Umkreis von 5x5 Blöcken und das Ganze addiert sich aufeinander drauf. Mit anderen Worten, es wird viel. Einfach nur. Es wird einfach nur viel. So, 1, 2, 3. Das ist sogar erstaunlich billig. Man braucht erstaunlich wenig bauen wir für den Effekt, den man kriegt. Können wir uns noch eine herstellen? Wunderschön. So. 8 Stück. Besser als nichts. So, dann können wir schon mal einen Bucket mitnehmen. Oder ach, hier, guck mal hier. Zwei Water Buckets, die nehmen wir doch mal beide mit. Dann brauchen wir noch. Die Schaufel haben wir, das ist schon mal gut. Turtles haben wir jede Menge. Gehen die Felling Turtles gehen da, glaube ich. Aber ich nehme erstmal die Mining. Nee, ich nehme hier. Ne. Hier grün, grün und. Ach, machen wir die alle. Hier, gib mir die. So. So, dann brauchen wir noch einen Fabricator. Wie wird denn der eigentlich hergestellt? Fabricator wird. Habe ich noch Engineering Bricks? Natürlich nicht. Wie stellt man die her? Normale Bricks, Cycrodite. Mal gucken, haben wir irgendwas? Green Cycrodite. Da muss ich natürlich erstmal noch wieder welches herstellen. Nehmen wir Rot. Rot haben wir zu Genüge. Oder Blau.
Ist eigentlich komplett egal, welche man da nimmt. Die müssen hier in den Ofen reingeworfen werden. Ich habe ja auch jetzt ein Powered Furnace hingestellt, weil, ja, wir brauchen einfach ein bisschen Zeug. So, also ein bisschen was arbeiten müssen wir ja schon, auch wenn wir nicht die Energie für haben. So ein paar Stone Bricks, Redstone brauchen wir, glaube ich, noch. So genau habe ich jetzt auch nicht aufgepasst. Können wir gleich nochmal nachgucken. Hier, ja, wir brauchen da. So, das einmal nachgebildet. Dann einmal hier. Und jetzt gewartet, bis der hier fertig ist. Ich glaube, uns reichen auch die paar, die wir jetzt hier rauskriegen. Klar, die reichen schon. Aber wir lassen das mal da trotzdem durchschmelzen. Schaden kann es ja auf jeden Fall nicht. So. Smoothstone kriegen wir hier aus dieser Kiste. Eisen hatte ich doch gerade noch. Ein Eisen brauchen wir. Ein Eisen. Drei Stone und eine Workbench. Haben wir natürlich nicht. Was haben wir denn so alles an Wood hier? Vier Stück. So, geht das gleich los mit Craften hier. Denn Fabricator kann man nie genug haben. So, ein Fabricator. Dann brauchen wir noch zwei billig einfache Chests. So. Genau, das reicht eigentlich auch schon aus. Und der kann hier die Energie einfach verbraten. Das ist, passt schon. So, damit können wir jetzt nämlich einen grundlegenden Grundgerüst hinbauen. Tolles Deutsch. Um erstmal die Zuckerrohrfabrikation loszukriegen. Denn das Zuckerrohr können wir dann auch nutzen, um andere Dinge noch zu machen. Also Bücher herstellen und so, wenn wir das mal brauchen. Oh ja, mit Efficiency ist das gleich viel schöner. Ist das auch. Nee, Unbreaking ist nicht drauf. Natürlich nicht. So, warte mal. Das Zuckerrohr hätte man nicht natürlich jetzt auch gleich mitnehmen können. Das wäre aber zu einfach gewesen. Haben wir erstmal eine unendliche Wasserquelle. So. So, so und so. Die sollen hier direkt nebeneinander. Also, warte mal. Wenn wir die jetzt hier 1, 2, 3, 4 auf die Seite. Und 1, 2. Ach, das ist schon ein bisschen übertrieben schnell, die Schaufel. So. Zupf. Füllt sich das automatisch mit Wasser. Es ist ja auch jetzt noch nicht ganz vollständig, so wie es sein soll, dann später, aber erstmal so ein Grundgerüst. Ich sollte mir, glaube ich, erst das Zuckerrohr organisieren. Habe ich ja. Da hinten steht welches rum. Dann muss ich erst mein ME-System anmachen. Wie viele sind es? Zwei. Da brauchen wir noch mehr. So. Ach, wir brauchen sowieso noch was. Wir brauchen nämlich Zycrodite Soil. Das sind von Zycraft die Blöcke, die quasi das gleiche machen wie diese Lilypads. Nur halt direkt unter der Pflanze und decken nach unten. Mit anderen Worten, damit können wir das auch nochmal verstärken. Wir wollen einfach nur auf minimaler Pflanzenmenge maximale Biomasse quasi haben. Zum Schluss und hier die nehmen wir mal raus. Das muss jetzt nicht sein. Ja, kann da rein, brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Hier, guck mal, das ist doch eine ordentliche Menge. Die nehmen wir. Was brauchen wir denn noch? Passt erstmal. So,
Wir müssen uns dann auch noch die ganzen Maschinen herstellen. Nachfragen, ob wir schlafen, damit hier nicht die Monster uns auf den Füßen rumlatschen. So. Einmal schlafen legen. Wunderschön. Helllichter Tag. Helllichter Tag ist immer gut. Hallo, irgendwie Zombie. Aua. Verzieh dich. Für dich denn? Hier muss ich auch mal ein bisschen den Berg noch abtragen, damit das nicht ganz so ist. Och, Creeper. Haha. So. Gunpowder können wir auch immer gebrauchen. So. Eins, zwei. Ach, ja. Nee, Moment. Was tue ich denn hier? So, hier, da, was einmal. So. Ach so. Ich bin so verplant. Es geht mal gar nicht. So, hier, da geht nicht, da geht nicht. Und da nicht, denn wir müssen uns hier erstmal nach unten graben. So, hier brauchen wir 6, 9. Oh, da kommt ein böser Kristall. Oh, Uran, schön. Nehmen wir gleich mit. Ja, wenn wir hier sind. So. Und so, das sieht eigentlich ganz gut aus. Tudum. So. Wir könnten noch ein bisschen nach unten, aber wozu? Das Tolle ist, das wird automatisch wieder zu Source-Blöcken. Da muss ich gar nichts machen. Ich muss nur diese Pflanzen neu pflanzen. So. Du kommst hier hin. Das sieht aktuell sehr schäbig aus, aber ja, verklagt mich. So. Dann kommt hier noch ein Block erstmal hin, damit wir hier Nummer 3. Ist das Nummer 2? Warum ist das jetzt Nummer 3? Ich kann so nicht arbeiten. Welche ist das jetzt? Das ist die 3. So. Das hier ist die 2. Das ist dann demzufolge die 1. Hörst du mal auf hier. Na. Moment. Moment, Start up. Das Ding darf kein Startup-Programm haben. Start up. Und Start up. So. Jetzt können wir die hier wieder hinstellen. Oh, seht ihr, das Zuckerrohr ist schon gewachsen. Das geht wie nix. So, jetzt machen wir Edit Start Up. Schnell ein neues Startup-Programm. While True Do. Eine Endlosschleife. Die soll so lange laufen, wie das Programm läuft. Also wie das Ganze an ist. So. Turtle.dig. Turtle.drop up. So. Die Turtle soll immer einmal abbauen und nach oben droppen. Und das in der Endlosschleife. Jetzt stellen wir mal hier eine Kiste drüber. Über die Turtle. So. Und
restarten die einmal. Hat sie automatisch gemacht und das hier oben reingepackt. Jetzt ist natürlich aktuell hier ein bisschen was verloren gegangen, aber das passiert auch nur dann beim Starten des Programms, wenn es 3 Wochen ist. Ansonsten kommt es gar nicht erst dazu, dass es so hoch wird. Ich würde sagen, ich mache das bei den anderen beiden Turtles auch noch und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder, denn die 20-Minuten-Grenze ist gerade erreicht worden. Hier an der Fassade muss ich auch definitiv noch was tun, die ist schlimm. Hier hatten wir gerade schon wieder, nur auf der einen schon wieder was Neugewachsenes und wir sind bei 4. Also das geht recht flott. Das ist ganz gut. Und das, obwohl es nur so wenig Lilypads bis jetzt sind, das sollen ja noch deutlich mehr werden. Oh mein Gott, das wird so übertrieben, diese Maschine. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Cheerio und tschüss.